Hallo, liebe Zuschauer, ich darf euch zu Heidi begrüßen. Da fällt mir gerade auf, wenn man das ein bisschen mehr Deutsch ausspricht, dann könnte man auch sagen Heidi. Ich glaube, wir nennen sie Heidi, hier den Roboter, hier rechts im Bild, die Hauptprotagonistin des Spiels ist. Mit ihr versuchen wir... Liebe Güte. Mit ihr versuchen wir durch verschiedenste Level zu kommen, um verschiedenste Prüfungen zu bestehen. Allzu weit bin ich in dem Spiel noch nicht gekommen. Es erinnert mich so ein bisschen von den Aufgaben her an Portal, nur dass wir keine Kanone haben und dass unsere Figur zu sehen... Ach, ist ja auch vollkommen egal. Ehrlich gesagt, in dem Spiel geht's nur um die Grafik. Ja, machen wir mal auf Softcore. Und wenn ihr euch fragt, Hardcore... Nein, Hardcore ist einfach nur ein bisschen schwieriger vom Level her. Ihr werdet es jetzt gleich sehen. Es fängt harmlos an und mit jedem Raum, den wir betreten, wird es dann ein wenig schwieriger. Als ob irgendjemand sich die Räume anguckt. Ja, das hier ist Heidi. Hier im Hintergrund hängen noch mehr Heidis, beziehungsweise Heidis. Wir haben ja uns auf gar nicht, dass wir sie Heidi nennen. Das hier ist Heidi. Man kann sie bewegen, durch die Gegend laufen lassen. Heidi kann auch springen. Ja, springen kann sie auch. Sie kann sich auch... ducken, falls es irgendwelche Durchgänge gibt, wo wir uns halt runterducken müssen. Und, ist ja auch vollkommen wurscht. Gehen wir mal in den nächsten Raum, oder? Oder soll ich einfach nur 15 Minuten so jetzt hier rumlaufen? Ich glaube, dem Rimtur wird es gefallen, das Spiel. Oh. Hallo Rimtur an der Stelle. Was meinst du, 15 Minuten einfach nur so rumlaufen? Nein, wir gehen mal in den nächsten Raum. Denn ich weiß ja nicht, woran ihr schon wieder denkt, es geht hier tatsächlich um das Spiel. Aufgabe Nummer 1 wäre zum Beispiel, hier hochzuklettern, was gar nicht so einfach ist, sondern... Oh, komm! Und jetzt hoch! Ja, das war schwierig. Hat die wirklich Stöckelschuhe an? Ja, sie hat Stöckelschuhe an. Ich verstehe das nicht. Wie Frauen drauf laufen können. Oh, hier ist schon die erste Falle. Können wir mal hier runter gucken? Ah, da liegen schon mehrere Heidis da unten. Und wie gesagt, wenn man jetzt an dieser Stelle stirbt, dann muss man in den nächsten Raum... beziehungsweise von vorne anfangen. Denn es gibt hier nicht irgendwie a Redo des nächsten Levels oder so, oder des gleichen Levels. Nein, man muss von vorne wieder anfangen. Jetzt ist es ja nicht so, dass wir jetzt schon allzu weit waren. Das müssen wir jetzt ja auch mal dazu sagen. Deswegen ist es jetzt auch gar kein Problem, wenn wir wieder von vorne anfangen. Das Spiel gibt es übrigens auf Steam. Und für Leute, die eine Geschicklichkeitsherausforderung suchen, die sind hier, glaube ich, ganz richtig. So, rennen wir nochmal mit ihr. Ja, rennen ist natürlich... ist schon klar, oder? Ja. Ich glaube, wir verstehen uns da. Komm, nächsten Level. Hier hoch. Das Ganze kann man mit dem Gamepad spielen. Ich bevorzuge aber irgendwie die Tastatursteuerung. Weiß auch nicht, warum. So, jetzt mal auf Rennen gehen. Nach vorne und Jump. Yes, sehr schön. Das hat Heidi ganz gut gemacht. So, oh, was haben wir denn hier? Das habe ich noch gar nicht gesehen beim ersten Mal. Kannst du irgendwas machen hier? Ne, ist noch nicht freigeschaltet. Na, vielleicht muss man das erst einmal durchspielen oder so. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die Aufgabe hier ist relativ einfach. Ich muss einfach nur hier hoch... Ich habe jetzt extra mal diese Einstellung genommen, diese Kameraeinstellung, damit ihr seht, oder damit ich auch besser sehen kann, wo ich jetzt wieder hoch muss. So. Soweit ich weiß, kommt das Spiel übrigens aus Japan. Nur falls ihr euch gefragt habt, wer kommt denn auf solch tolle Ideen, solch interessante Geschicklichkeitsspiele herzustellen. Naja, die Japaner natürlich. Die Japaner. So, und das ist ja der Level, wo ich bisher auch noch nicht weitergekommen bin. Denn hier muss man, genau, einmal hier rum, das war zweimal die Crouch-Taste, und dann kommt Heidi nämlich hier nicht um die Ecke rum. Wenn ich dann nämlich die Crouch-Taste wieder drücke, dann lässt sie das los, das ist nicht so schön. Was natürlich dumm ist, komm, wir probieren das noch einmal bis zu dieser Stelle. Ansonsten bin ich, glaube ich, einfach zu doof, an der Stelle weiterzukommen. Ich weiß gar nicht, was das Spiel von mir will an der Stelle. Ihr müsst ja eigentlich um die Ecke rumgreifen, damit sie weiterkommt. Ha. Ja. Schauen wir mal. Ja, komm, Heidi. Beweg dich mal ein bisschen schneller. Halt, zurückgehen, bitte. Die Tür anvisieren. Gedrückt halten, das Rennen. Und Jump. Und tot.
Es nervt ein bisschen, dass man jedes Mal auf neues Spiel drücken muss, damit das ganze Level nochmal, beziehungsweise das ganze Spiel nochmal geladen wird. Ja, das hätte man sicherlich auch ein bisschen anders regeln können. Es ist absichtlich so, dass man immer wieder von vorne anfangen muss. Es gibt später im Spiel, wenn man überhaupt mal so weit kommt, habe ich mir sagen lassen, Disketten, die man einsammeln kann. Die sind auch wirklich sehr rar gesät. Also vom Schwierigkeitsgrad her ist das absolut Absicht, was die Entwickler hier machen. Man soll hier verzweifeln und häufig neu anfangen. Wenn man diese Disketten einsammelt, wie gesagt, die sind sehr, sehr selten, dann kann man das Spiel auch speichern. Ihr seht sie auch hier im Menü. Laden gibt es. Kann man dann tatsächlich, ja, wenn ich wieder weiß, wann ich hoch muss, kann man tatsächlich das Spiel speichern. Und dann an der entsprechenden Stelle weitermachen. So, hier nochmal crouchen. Kannst du eigentlich auch rennen? Ja, du kannst sogar rennen, wenn du crouchst. So, komm, einmal hier hoch. Jawohl. Wunderbar. Und dann nochmal an der Stelle crouchen. Und nochmal. Muss man sich, glaube ich, so hinstellen. Und nochmal crouchen. So, jetzt vorhin habe ich die Crouch-Taste gedrückt. Das war nicht so gut. Welche Möglichkeiten hätte ich denn noch? Ich könnte die Jump-Taste drücken oder ich kann einfach in die Richtung weiter drücken. Ja, bin ich denn Totalpanne? Ach so, man darf die Taste nicht gedrückt halten. Nach rechts jetzt in dem Fall. Man muss sie loslassen und dann erneut drücken, damit sie um die Ecke rumgeht. Hättest du das gewusst, Heidi? Ich hätte es nicht gewusst. Neuland! So, was gibt's hier? Was ist das? Zugangskarte oder so? Was ist das, Heidi? Sag's mir, was haben wir da gerade bekommen? Komm, steckert mal rein. Ah, okay. Aber das war jetzt nicht so eine Diskette, oder? Nein, nein, nein. Ich glaube, das wäre deutlicher gewesen. Ich drücke mal den Knopf. Was soll schon passieren? Weiß nicht, ob es da runtergeht und wir überleben. Das ist jetzt die Frage. Ich crouche mal und guck mal. Ja, sieht ganz gut aus. Das denn bitte schön? Eine Heidi ohne Kleidung? Verstehe ich nicht. Was soll ich machen? Hier ist abgeschlossen. Kann ich die Nummer 1 benutzen? Kann ich nicht. Ah, Moment mal. Das kann ich doch dann bestimmt oben benutzen, oder? Komm ich hier wieder hoch? Heidi? Ja, das solltest du aber schaffen, oder? Ja, dann machen wir das vielleicht nochmal hier. Ja, stehst gut, Mädel. So, und dann werden wir die Karte doch bestimmt da oben benutzen können, oder? So. Ah, wenn man den Knopf da hinten drückt, dann kann man bestimmt das Gitter da unten aufmachen. Aber wie soll ich da dran kommen? Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie das funktionieren soll. So, und ihr seht schon, die Rätsel werden dann natürlich von Raum zu Raum schwieriger. Merkwürdiger Raum. Hier geht's einfach weiter. Müssen wir bestimmt gleich zurückkommen. Ist auch abgeschlossen. Hier haben wir wieder Kisten. Ist hier was drin in den Kisten? Nein, hier geht's nur ums Klettern. Noch einmal hier rum. Ja, kann sich ruhig fallen lassen. Ist nicht so tief. Ein Traubenzieher. Screw you. Mann, ich bin echt voll der Rätselweltmeister. Ein Schraubenzieher kann man sogar häufiger benutzen. Ist hier ein Ding. Diskette. Geilomat. Achso, nee, dann müssen wir die Diskette nehmen und dann rein ins Laufwerk. Schön reinstecken. Speichern. Neues Spiel abbrechen. Moment. Spiel speichern, ja. Geil. Mit Disketten-Sound. Ja, das ist Heidi. Gibt's auf Steam und ich habe zum ersten Mal eine. Schöner Camel Toe. Ich habe zum ersten, so ein bisschen zumindest, habe zum ersten Mal eine Diskette gefunden und ich bin voll happy.
Naja, könnt ihr euch das Spiel ja mal angucken. So vom Rätseldesign her ist es eigentlich ganz nett gemacht. Der Charakter ist, ja, ich mag Heidi. Heidi ist nett, ja. Sie hat ihre Vorzüge durchaus und präsentiert diese auch gerne. Ich brauche auch so einen Hausroboter, glaube ich. Für zu Hause. Gibt übrigens auch verschiedene Outfits, die man freischalten kann. Mhm. Naja. Danke, liebe Japaner. Ich liebe euch. Bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Euch liebe ich natürlich auch. Und ja, verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye. Heidi!